Herr Khodorkovsky ist jetzt 10 Jahre in Haft, man muss sich das vorstellen. Er steht mitten im Leben, er wird 50 Jahre alt. Ich kenne überhaupt niemanden, der glaubt, dass er auch nur im Entferntesten für das verantwortlich ist oder das getan hat, was ihm vorgeworfen wird. Auch russische Kollegen selbst wissen, dass Russland keine unabhängige Justiz hat, dass dort Wettbewerber und Andersdenkende sofort als Gegner gebrandmarkt werden, dass man versucht, sie beiseite zu drängen und dass man die Justiz in vielen Fällen dazu benutzt. Es muss deshalb auch die Stimme für Khodorkovsky erhoben werden von vielen aus Zivilgesellschaften, die Freiheit genießen können, die sich wie ich frei äußern können, und die unseren russischen Nachbarn sagen müssten, sie sollten ihn aus dem Gefängnis entlassen. Es wäre ein gutes Zeichen der Menschenwürde und eines offeneren Regimes, als wir es bisher leider in Russland erlebt haben.